Die Wall Street ist ganz eindeutig positioniert. Man erwartet heute eine niedrigere Inflationszahl. Deswegen hat man gestern so eine Art Frontrunning betrieben, ist gestern also schon long gegangen, in Erwartung, dass wir dann mit den heutigen Inflationszahlen aus den USA nochmal eine Rallye sehen. Da darf nichts schief gehen, wenn die Zahl gegen die Erwartung ausfällt, höher sein sollte als erwartet, dann könnte das ziemlich unangenehm werden, weil eben keiner damit rechnet, dass das passiert. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt diesmal noch im Juni eine relativ, oder die Zahlen aus dem Juni nochmal eine relativ niedrige Inflationszahl sehen. Aber schauen wir uns die Gemengelage an, die ist spannend und wir sehen hier die Stimmung, wie sie derzeit der Fall ist. Etwa in einem Artikel von MarketWatch, da heißt es hier, zeigt es, wie wir die Inflationsdaten, dass das die Aktienmärkte noch höher bringen könnte, dass das die Aktienmärkte nochmal pushen könnte und man verweist dann eben auf die Erwartung für heute so 3,0 bis 3,1%. Das wäre die niedrigste Headline CPI, also die niedrigste Inflationszahl in der Headline seit März 2021. In der Kernrate wäre es die niedrigste Rate, wenn sie reinkommt, bei 5,0 wie erwartet seit November 2021. Und dann sagt man sich, naja, ist doch schick, dann ist das Inflationsthema doch erstmal ein bisschen abgeflaut. Vielleicht war die Fed doch erfolgreicher beim Kampf gegen die Inflation. Die letzten drei Veröffentlichungen zur CPI, zur Consumer Price Index, waren jeweils 0,1% tiefer als erwartet. Und wir sehen hier unten in dieser Grafik, dass die Inflationsüberraschungen jetzt nicht mehr zur Oberseite, sondern tendenziell zur Unterseite gehen. Und dementsprechend sind die Märkte jetzt positioniert, obwohl wir eine Wahrscheinlichkeit haben von nach wie vor über 90%, dass die Fed dann am 26. Juli die Zinsen nochmal anhebt, sehen wir etwa, dass der Dollar leidet, eben unter der Erwartung, naja, die Inflation wird niedriger ausfallen, deswegen sehen wir den Dollar jetzt so tief wie seit April nicht mehr. Was aber passiert, wenn es ein bisschen anders kommt? Die Erwartung heute ist 0,3 Prozent CPI und 3,1% und in der Kernrate 0,3 zum Vormonat und 5,0 zum Vorjahresmonat. Die Kernrate ist das eigentlich Entscheidende für die Fed, das hat man mehrfach jetzt gesagt. Schauen wir uns mal hier oben das Modell der Cleveland Fed an, die ja so ein Now-Forecast-Modell haben, also praktisch ein aktuelles Modell, wie die Inflation ausfallen dürfte. Und hier sehen wir, dass wir für den Juni bei CPI 0,42 sind, das wäre höher als erwartet und wir wären in der Kernrate bei 3,22 auch etwas höher als erwartet. Also da ist es durchaus möglich, wenn dieses Modell recht hätte, dass die Zahl nach oben ausfällt. Wir werden sehen. Normalerweise erwarten alle, dass sie niedriger ausfällt als erwartet. Hier sehen wir mal die letzten Monate. Da ist es mal 0,4, mal 0,1, 0,4, 0,1. Das ist so das, was in den letzten Monaten passiert ist. Und der Markt erwartet schlichtweg, dass eben die Dinge jetzt sich abkühlen werden in Sachen Inflation, zumindest vorübergehend, denn wir sehen hier diese Abwärtstendenz in der Headline-Nummer zur Inflation von 9,1% im Juni 2022 und das ist jetzt die Referenzzahl, wenn es darum geht, den Vorjahresmonat zu ermitteln. Das heißt, die Latte liegt natürlich hoch, aber dann ging die Inflation nach unten und das wird bedeuten, dass letztendlich dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Inflation wieder nach oben geht, weil eben die Vergleichslatte weiter nach unten gelegt wird. Aber hier sehen wir Dovish Prints more likely than hawkish, also dass praktisch die Märkte eine niedrigere Zahl erwarten als eine höhere Zahl, könnte man das übersetzen. Aber hier nochmal diese Geschichte mit den Vergleichswerten. Es ist sicherlich so, dass wir heute den Tiefpunkt erreichen werden oder wahrscheinlich so der Inflation. Also wenn wir etwa bei 3% dann liegen in der Headline-Nummer, dann dürfte das tendenziell nach oben gehen in den wahrscheinlichsten Szenarien, wie gesagt, weil eben die Latte weiter nach unten gelegt wird. Dagegen Goldman Sachs, die erwarten eine niedrigere Zahl, 0,22 entgegen der 0,3 Erwartung und in der Kernrate 0,25, auch das niedriger als 0,3. Also da schlüsselt man die verschiedenen Bereiche auf
und zeigt hier, was der Fall ist. Wichtig ist, wir hatten zuletzt ja eine niedrigere Inflation, vor allem weil die Energiepreise deutlich gefallen waren. Das hat sich jetzt nicht fortgesetzt, die sind nicht deutlich gestiegen, aber eben auch nicht weiter gefallen. Hier mal eine Analyse von JP Morgan zu den heutigen Daten. Die sagen also, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir zwischen 3,0 und 3,2% reinkommen. Und dann schlüsselt man das Ganze mal auf und versucht die Marktreaktionen vorherzusehen und sagt eben, wenn die Zahl bei 3,0 bis 3,2 reinkommt, also Pi mal Daumen im Rahmen der Erwartung, Wahrscheinlichkeit 45%, dass das passiert, also die höchste Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu den anderen Werten, dann dürfte der S&P 500 um ein halbes bis ein dreiviertel Prozent steigen. Wenn die Inflation niedriger ist, dann dürfte es deutlicher nach oben gehen. Und wenn allerdings die Inflation höher wäre, wäre auch ein gewisses Abwärtsmomentum da. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl höher ausfällt, wenn man hier mal die Prozentzahlen zusammenrechnet, nur bei 20%. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie inline oder niedriger ausfällt, dagegen bei 80%, wenn man hier die Zahlen mal sich anschaut. Wir haben jetzt ja 6 Inflationsberichte gesehen in diesem Jahr, 4-mal war es positiv, 2-mal minimal negativ, aber wir sehen die Reaktion bis auf den 14.03., als der S&P 500 1,65% gestiegen ist, ist relativ moderat. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diese ganz, ganz großen Bewegungen zur Inflation. Eine Zeit lang war das ja wirklich, waren das Bewegungen von 3-4% teilweise, weil dann die Erwartung damals noch in 2022 meist nach oben übertroffen wurde. Jetzt sehen wir etwa bei den Optionsmärkten, dass hier eine Bewegung von 0,8% eingepreist wird und das ist dann vergleichsweise niedrig, aber selbst wenn eben jetzt die Zahl niedriger reinkommt, dann dürfte das erstmal nichts ändern daran, dass die Zinsen eben dann im Juli nochmal steigen. Die Fed wird abwarten wollen, ob sich wirklich dieser Abwärtstrend verstetigt oder ob aufgrund der Basiseffekte die ganze Geschichte wieder nach oben geht. Das ist vielleicht das Entscheidende, denn die Märkte beurteilen ja diese Inflationsdaten vorwiegend eben auf die Frage hin, was macht das mit den Zinsen. Und hier sehen wir auch nochmal, dass der sogenannte Ein-Tages-VIX, der ja neu eingeführt wurde, dass der auch zeigt, naja, so viel ist da nicht zu erwarten, eigentlich in Sachen Bewegung an den Märkten. Wir werden sehen, ob es so passiert, aber entscheidend eben wirklich diese Kerninflation. Das ist das, was man immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Und hier sehen wir, wir lagen jetzt seit vielen, vielen Monaten über 5%, könnten jetzt auf 5% fallen, aber 5% ist nach wie vor natürlich viel höher als das 2% Ziel der Fed. Wir waren auch im Vergleich zum Vormonat immer relativ kräftig dabei. Also das ist das, was Paul und Konsorten immer wieder in den Vordergrund gestellt haben. Die Kerninflation ist es. Auf die Frage hin, Paul sagte auf die Frage hin, ja, halten Sie denn es für wahrscheinlich, dass die Inflation auf 2% zurückgeht? Sagte er, nein. Nicht bei der Kerninflation, vielleicht bei der Headline-Inflation, aber damit hat er schon klar gemacht, nochmal, wie sehr diese Kerninflation im Vordergrund steht. Aber insgesamt könnte diese Kerninflation relativ sticky bleiben. Hier hat ja ein Papier der Fed gezeigt, dass wir nicht unter 3,5% fallen werden, auch im Jahr 2024. Und ein interessanter Aspekt, wer verstehen will, was da eigentlich für eine Dynamik abläuft, sind etwa die Preise für Gebrauchtwagen in den USA. Die sind so stark jetzt gefallen wie seit der Pandemie nicht mehr. Deutet das auf geringere Nachfrage hin oder was ist da los? Warum fallen die Preise? Das dürfte dann heute auch durchaus ein Faktor sein bei eben der Zahl, die heute kommt. Und wir sehen hier mal diese Gebrauchtwagenpreise, Mannheim Used Vehicle Value Index, sind meistens ein guter Frühindikator für das, was die Inflation insgesamt macht. Aber wenn man mal genauer hinschaut, und das haben amerikanische Insider gemacht, die sich auskennen in diesem Bereich, die sagen, also da passiert etwas Seltsames, denn das Angebot an Gebrauchtwagen ist auf einem rekordniedrigen Stand. Dennoch fallen die Preise. Warum ist das so? Nun, das liegt an zwei Faktoren. Erstens, die Kredite für
solche Autoloans für solche Gebrauchtwagen, die über Kredit finanziert werden, die werden deutlich weniger vergeben. Die Vergaberichtlinien sind strenger geworden. Die monatlichen Zahlungen sind nach oben gegangen. Und ein Faktor ist auch, dass ja wichtig ist, wie entwickelt sich denn der Wert dieser Gebrauchtwagen? Und da kommen viele Amerikaner jetzt unter Wasser, denn ihr Gebrauchtwagen ist durch die neueste Entwicklung weniger wert. Das heißt, die Sicherheit, die dieses Auto darstellt, ist auch weniger wert. Und dementsprechend geht die Nachfrage nach Gebrauchtwagen zurück, obwohl wir praktisch kaum mehr Angebot haben. Das ist ähnlich wie am Immobilienmarkt. Da sehen wir, dass die Existing Home Sales, die Verkäufe bestehender Häuser, ganz schwach sind. Warum? Weil eben die Leute noch in bestehenden Kreditverträgen sitzen. Und würden sie jetzt zum Beispiel ihr altes Auto, ihren Gebrauchtwagen verkaufen und einen neuen Gebrauchtwagen kaufen, dann hätten sie einen viel schlechteren Zins als damals, als sie den Kredit eingegangen sind, als die Zinsen noch bei Null waren. Und das erklärt, warum diese Gebrauchtwagenpreise so weiterfallen, allerdings eben das Angebot so niedrig ist, sodass dann eben früher oder später hier wahrscheinlich wieder die Preise massiv nach oben gehen werden, weil schlichtweg kaum Gebrauchtwagen vorhanden sind. Also wir sehen auch viele neue Autos, oder das Ganze hat sich jetzt wie im Immobiliensektor auch verlagert, so ein bisschen auf neue Autos, weil eben die Hersteller aufgrund Nachfrageproblemen massive Nachlässe, Preisnachlässe gegeben haben. Insgesamt, und das sehen wir hier, hat das natürlich deflationäre Konsequenzen, dass die Autohersteller zum Beispiel extreme Preisnachlässe derzeit geben. Hier sehen wir mal deswegen, die Erzeugerpreise sind jetzt unter Null, während die Inflation noch deutlich über Null ist. Das heißt, die Unternehmen kriegen ihre Margen nicht mehr durchgesetzt, ihre Preisanhebungen nicht mehr durchgesetzt. Das geht direkt in die Margen, während die Konsumenten jetzt seit einiger Zeit wieder steigende Löhne zu verzeichnen haben, die sogar real, also inflationsbereinigt, nach oben gehen. Wir bekommen wahrscheinlich eben dieses Phänomen einer Preis-Lohn-Spirale. Das heißt, erst steigen die Preise, dann steigen die Löhne. Kommen wir noch zum Geschehen gestern an den Märkten. Das war vor allem eine Short-Squeeze wieder bei den am meisten geschorteten Aktien. Wir sehen, die sind massiv gestiegen in letzter Zeit. Wir sehen, dass die großen Tech-Aktien eine gewisse Underperformance zeigen, so dass der Nasdaq auch gestern, Nasdaq 100 gestern wieder der schwächste Index war, der Russell 2000 der beste Index. Und hier sehen wir mal auf der rechten Seite, nur 26% der Befragten hier bei einer Umfrage von JP Morgan ist es, die sagen, also ich werde in nächster Zeit Aktien kaufen. Das ist sehr, sehr niedrig. Allerdings kann das auch daran liegen, dass die Positionierung schon sehr, sehr hoch ist. Das heißt, sie haben schon Aktien gekauft. Das ist also weniger Ausdruck einer bärischen Stimmung, sondern einer schon sehr stark erfolgten Positionierung, wie wir hier links sehen. Und auf der anderen Seite wird das nochmal klarer, indem wir uns das Put-Call-Ratio anschauen. Aktuell so niedrig wie seit November 21 nicht mehr. Also die Leute wollen keine Puts da, wo sie günstig sind und wo es vielleicht zu Absicherungszwecken durchaus sinnvoll wäre, welche zu kaufen. Wir sehen, dass Meme-Aktien, also der Dreck, der unprofitabel ist, hier auch diese unprofitablen Tech-Aktien deutlich gestiegen, also viel Hoffnung, wenig wirklicher Gewinn, der da absehbar ist. Das heißt, die niedrige Qualität wird jetzt nach oben gespült, wenngleich gestern wirklich sehr, sehr gute Marktbreite zu konstatieren ist. Hier sehen wir nochmal Fear and Greed Indexe bei 79, und diese Marktbreite kommt eben auch daher, dass es jetzt diese Ausbalancierung beim Nasdaq 100 gibt. Deswegen werden die Dickfische, die eine unglaublich starke Marktgewichtung haben, wie Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla, die laufen tendenziell schwächer, die anderen Aktien tendenziell besser. Wir sehen das, gestern eine Apple im Minus, ja, eine Google, eine Nvidia, eine Amazon schon im Plus, aber gestern war so ziemlich alles im Plus, bis vielleicht auf Eli Lilly. Also das war schon hier ein Tag, der zeigt, hier ist Nachholbedarf bei den billigen Aktien, und die teuren, die steigen nicht mehr. Jetzt abschließend noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Heutige Inflationsdaten, die 5 Szenarien von JP Morgan. Was tun, was wird passieren, wenn die Zahl so und so reinkommt? Dazu noch weitere Hintergründe. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung.
Einst ein Fluch. Ist die Inflation jetzt ein Segen für die Aktienmärkte? Gibt sie Rückenwind, weil sie tendenziell niedriger ausfällt als erwartet? Fragezeichen. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung. Something completely different. Der Indien und China. Da kracht es ein bisschen hinter den Kulissen, berichtet keiner drüber. Indien genauer gesagt, hat jetzt offenkundig eine Entscheidung getroffen, über die wir heute bei Finanzmarktwelt.de berichten werden, die von hochgradiger Bedeutung ist, weil sie einen Plan Chinas letztendlich durchkreuzt. Dazu heute mehr, aber schauen Sie sich als Vorbereitung dazu mal diese Bruchlinien an zwischen Indien und China. Indien wird immer selbstbewusster, Wirtschaft läuft gut, besser als die in China, was das Wachstum betrifft. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, und 14:30 natürlich die Inflationsdaten bei finanzmarktwelt.de, wie sie zu interpretieren sind. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus. Ciao, heute noch Markeflüster, morgen Videos, Blick und Markeflüster, ab Freitag dann eine Pause. Los geht es dann wieder mit den Videos am 24. Also Servus, ciao.